Hallo, als Komiker fragt man sich natürlich, haben Tiere Humor? Können Tiere lachen? Naja, lässt sich gut feststellen, indem man ihnen einen Witz erzählt. Achtung! Ja. Also pass auf, ein Polizist hält ein Auto an, weil da sitzt doch tatsächlich ein Hund am Steuer. Da brüllt er den Beifahrer an: Sie sagen Sie mal, wie können Sie denn einen Hund ein Auto steuern lassen? Ja, sagt der Beifahrer, also erstens ist das nicht mein Auto und zweitens ist das nicht mein Hund. Ich bin nur ein Anhalter. Ein Anhalter. Tja, das Schwein hat schon mal keinen Humor. Okay, der mit dem Beifahrer und dem Hund am Steuer, der war vielleicht so blöd. Und das Schwein nicht gut drauf. Kann ja sein. Fragen wir doch mal ein Schaf. Ja, also pass auf. Wenn ein Zahnarzt einem Hund einen Zahn zieht, ja, dann muss die Sprechstundenhilfe die Schnauze halten. Also die Schnauze. Okay, der ist vielleicht noch zu alt. Ja. Gibt es aber noch? Na ja, können Sie vielleicht meinen Hund reparieren? Sie sind doch Uhrmacher. Ja, was ist denn mit Ihrem Hund? Was hat er denn für ein Problem? Ja, sagt der Hundebesitzer, der bleibt alle 5 Minuten stehen. Alle 5 Minuten stehen. Oh Mann, irgendwie klappt das nicht. Ha, jetzt habe ich es raus. Ja klar, ein Schwein und ein Schaf sind ja keine Hunde. Wie kann man denen Hundewitze erzählen? Ich bin aber auch ein Dussel. Also, man muss richtigen Hunden, das ist es. Man muss richtigen Hunden einen richtig guten Witz erzählen. Und der ist bestimmt ein Knaller. Passt auf. Hört ihr zu? Okay, also, da sitzt ein Mann mit seinem Hund im Kino. Und der Hund, der amüsiert sich, der lacht und lacht und lacht und hat einen Riesenspaß. Da meldet sich ein anderer Mann neben dem Hundebesitzer und sagt: Hören Sie mal, Ihr Hund, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja nicht zu fassen. Der lacht und lacht und amüsiert sich, ja, sagt der Hundebesitzer. Ich kann es auch nicht verstehen. Das Buch hat ihm nämlich gar nicht gefallen. Wisst ihr eigentlich, warum jeder Hund einem anderen Hund am AA? Oh Gott, da hätte ich fast was gesagt. Wäre dann schon gar nicht mehr Facebook und YouTube tauglich. Also nochmal, wisst ihr eigentlich, warum jeder Hund dem anderen Hund am Po, am Popo, das dürfte doch durchgehen, oder? Am Popo riecht, ja, Hunde riechen anderen Hunden gerne Popo. Das, ja, jetzt sagen die Hundekenner und Wissenschaftler, naja, es ist ja so, Hunde haben ja das 10.000 oder 100.000-fache bessere Riechorgan. Also die können irren, die können riechen, wie es dem anderen Hund geht, was der gerade gegessen hat, ne, wie der sich fühlt. Ja, wäre bei Menschen, naja, etwas umständlich. Das wollte ich ja gar nicht sagen. Das ist aber die wissenschaftliche Erklärung. Nein, aber die wahre Geschichte ist diese. Vor ungeheuer langer Zeit, als die Hunde noch die Erde beherrschten, da rief der Oberhund eine Versammlung ein. Alle Hunde sollten sich treffen, um einige Dinge zu besprechen. Aber er sagte, wir wollen aber gewisse Regeln einhalten und alle Hunde, die kommen, bevor sie in den großen Sitzungssaal kommen, müssen sie ihren Popo vorne an der Garderobe abgeben. Und plötzlich, während der Sitzung, da gab es einen ungeheuren Orkan. Einen Orkan, wie man ihn noch nie gesehen hat. Und alle Popos flogen kreuz und quer in alle Richtungen. Und seitdem schnuppern sich die Hunde gegenseitig eben am Popo, um festzustellen, ob es vielleicht ihr eigener ist.